Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal von Sonnenbassermann mein Chili con Carne mit mageren Schweinefleisch probieren. Ich habe diese Dose hier von Kaufland. Ja, was gibt es noch zu sagen? Zubereitung im Kochtopf. Erwärmen Sie den Eintopf bei mittlerer Hitze in einem Topf und rühren Sie ab und zu um. Aufkochen ist nicht notwendig. Guten Appetit. So, oder in der Mikrowelle geben Sie den Eintopf in ein geeignetes Gefäß und decken Sie es mit einem Teller oder einer Haube ab. Dann bei 700 Watt 3 bis 5 Minuten erwärmen. Zum Schluss noch einmal umrühren. Guten Appetit. Gut, da ich nur eine 600 Watt Mikrowelle habe, werde ich das Ganze wahrscheinlich dann auch auf 5 bis 6 Minuten erwärmen. So, also definitiv mache ich diese hier in der Mikrowelle. Geht für mich ja schneller. Gut, hier haben wir die Zutatenliste. Also, falls es einen von euch interessiert, könnt ihr dazu das Video anhalten. Hier ist die Nährwerttabelle. So, wie gesagt, ich werde jetzt diese Dose hier aufmachen und werde sie in der Mikrowelle erwärmen. So. So sieht die ganze Dose, ich sage mal, im Rohzustand aus. Ist ja nicht roh, aber naja, im Kaltzustand halt eben. So, jetzt werde ich das Ganze hier reinmachen. Zack, zack, zack. Und dann werde ich das in der Mikrowelle jetzt erhitzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, 6 Minuten sind rum. Jetzt nochmal schön durchrühren. So sieht das Ganze aus. Es riecht auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen scharf riecht es schon. Und ich bin ganz ehrlich gesagt auch sehr gespannt drauf, weil ich ja kein Scharfesser bin. Und würde ich das nicht mit dem Wünschen machen, hätte ich mir garantiert auch keinen Chili con Carne ausgesucht. Aber so ist es nun mal. Es soll so sein, also bitte. Ich probiere mal. So, ihr habt ja jetzt nur gesehen, dass hier ein Schnitt drin ist. Wie lange das jetzt war, könnt ihr ja nicht wissen. Also es war jetzt ziemlich lange. Aus dem einfachen Grunde, ihr habt ja das mit der Currywurstsoße mitgekriegt. Und ja, diesen Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Und ihr seht ja jetzt hier hinten, hier ist ja der Rand und hier ist jetzt das Chili con Carne. Und da habe ich mir gedacht, gut, bevor du jetzt wieder hier ein ja, verfälschtes Urteil gibst, probierst du das richtig und ausführlich. Und deswegen habe ich jetzt 10
15 Löffel ungefähr gegessen und habe auch zwischendurch gewartet, weil die Soße, ja, sie ist für mich zwar scharf, aber es ist eine erträgliche Schärfe. Das heißt also, für einen richtigen Scharfesser ist das hier Pillepalle. Das ist also, ich sage mal, für den Scharfesser ein normales Süppchen. Für mich ist es schon recht scharf, aber verträglich für mich. Vom Geschmack her, sie schmeckt so in der Richtung, richtungsweise Gulasch, Ochsenschwanzsuppe. So in dem, ja, in diese Richtung muss man sich das vorstellen. Das Fleisch selber schmeckt so ein bisschen, das hat sehr starke Röstaromen. Das Einzige, was ich bemängle an dieser Soße hier, sind die Bohnen. Die sind, wenn man die zerkaut, ja, die sind mehlig. Die sind richtig mehlig. Aber wenn man das mit dieser, ja, Soße zusammen isst, hält es sich in Grenzen. Also es geht. Und von daher gebe ich 4 Punkte für diese Chili con Carne. Ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen, auch für, so wie ich, Waschlappen, sprich Laschesser, die mit Schärfe nichts am Hut haben. Sie ist für mich, wie gesagt, ist sie schon relativ scharf, aber im verträglichen Rahmen. Das war bei der Currywurstsoße nicht der Fall. Die hat ja dermaßen nachgeschärft. Das ging ja auf keine Kuhhaut mehr. Aber die hier, doch, hat mich positiv überrascht. Ich dachte schon, das ganze Zeug brennt dir jetzt in der Schnauze und das war's jetzt. Jetzt haben sie dich gefangen, weil sie ganz genau wissen, du isst nicht so scharf. Es roch auch schon ein bisschen. Man hat also diese Schärfe schon so ein wenig gerochen. Deswegen dachte ich, dünnes Eis könnte in die Hose gehen. Aber nein, ist nicht in die Hose gegangen. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wie gesagt, ihr könnt es teilen, ihr könnt es liken. Ihr könnt ein Abo dalassen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, schaut am besten jetzt die Videos immer bis zum Ende. Es kommen dann irgendwann mal Infos, weiterführende Infos. Schaut auch ab und zu mal bei meiner Facebook-Seite vorbei. Auch da werde ich jetzt in nächster Zeit ein wenig aktiver werden. Weil bis jetzt war das immer so ein Ding, das hat, ja, das ist nebenher gelaufen. Da war nicht viel Bewegung drauf. Das soll sich aber jetzt ändern, weil Facebook ist ja nun mal auch ein ziemlich großer Media-Social-Plattform, die man nicht außer Acht lassen darf. Und von daher werde ich da auch in nächster Zeit etwas aktiver werden. So. Das war aber jetzt wirklich das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.